the trip. Drop top, smoking, no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah. In the bump in the crock pot. Und jetzt kommt's. Der geheime Jumpscare geht nur, ich weiß nicht wieso, aber man braucht nur, es geht nur mit der Stufe 1. Und kein anderen Animatronic darf dabei sein. Das ist wichtig. Dann, als nächstes, was man machen muss, ist, Defcoin kaufen. Heißt, man braucht 10 Fastcoins hier. So, 10 Fastcoins, kaufen wir uns mal. Okay, das war jetzt nicht ganz so optimal. Ich hätte nämlich, glaube ich, nicht den Fastcoin schnell drücken können. Und zwar hat's gesehen, ich konnte den Fastcoin aktivieren. Wenn er auf 20 wäre oder halt mehr als 1, kann man den Fastcoin nicht aktivieren. Jetzt versuche ich ihn wieder zu triggern und dann, deswegen drücke ich es, damit ich... Das war der Secret Jumpscare. Und ich muss sagen, der ist geil animiert. So, ich zeige euch dann noch mehr. Das habe ich schon mal ausprobiert, weil ich habe ja vorhin noch alles ausprobiert, damit es ja kein irgendwie komischer Mod ist oder so. Zeige ich euch noch das hier. Old Man Consequences darf auch nur auf 1 sein. Und zwar, das Einzige, was ihr machen müsst, ist bei Old Man Consequences, wartet, ist eigentlich egal, was ich mache hier. In dem Fall, er kommt sowieso automatisch, egal, was ich mache. Consequence Secret Scene. Letztes Mal, als ich es benutzt habe, ist das Spiel gecrashed und ich konnte es nicht mehr öffnen, muss mein PC neu starten. Ja, warum auch immer, aber es lag ja nicht an mir, sondern allgemein ist es abgeschmiert. Und ja, ihr habt jetzt auch alle Jumpscares gesehen, also alle Secret Animatronics meine ich. Und ja, auch das Secret Face, das Kinderface und... Schon creepy, wenn man also die FNAF-Story jetzt nicht kennt, denkt man sich, hä, was machen das da? Aber ich muss jetzt die FNAF-Story jetzt nicht erklären. So, als letztes muss ich euch sagen, es gibt hier ein 50 beim 50-20 Mode. Anscheinend, ich bin mir nicht sicher, aber wenn man den schafft, gibt es anscheinend eine Cutscene oder vor 50-20, also so vielleicht 9500, dann gibt es anscheinend eine geheime Cutscene und die zeige ich euch jetzt. Alles, was ich euch zeigen wollte, an Easter Eggs und ja, ich werde jetzt nichts mehr machen. Ihr habt jetzt alles gesehen, was Easter Eggs gibt. Nächstes Mal machen wir wahrscheinlich die Challenges hier weiter oder versuchen uns an 9000. Ja, ich würde trotzdem sagen, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr noch Kass hat, um mehr von mir zu sehen. Bis nächstes Mal und ciao.